Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Information, denn ich habe ein Problem mit Instagram. Was haben die gemacht? Die haben meinen Account gelöscht. Instagram, seht ihr hier, habe ich ja hier immer mit drinnen stehen, vorne eine Lösung, kommt vorbei, habe ich auch im Urlaub ein paar Bilder reingemacht und so weiter und so fort, hat man vielleicht auch mal einen Blick hinter die Kulissen. Und ich glaube, das ist immer eine spannende Situation. Hier versuche ich zumindest mal immer auch den Kontakt zur Community zu halten. Und was haben die gemacht? Ich habe es gerade schon gesagt, die haben meinen Account gelöscht und haben einfach reingeschrieben, wenn du dich anmelden willst, nee, dein Konto verletzt gegen unsere Nutzungsbedingungen und wurde deswegen gesperrt. Und wenn dir das nicht passt, dann kannst du hier diese Hilfeseite mal öffnen. Das habe ich gemacht, habe hier einfach auch mal reingeschrieben. Und warum haben die mein Konto gesperrt? Dein Konto wurde deaktiviert, da sie sich für eine andere Person ausgeben. Ich gebe mich für eine andere Person aus. Obwohl das doch mein YouTube-Channel ist. Also ich bin doch ich. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also, ziemlich strange Geschichte. Ich kann mir höchstens eins vorstellen, weil der Kanal ja Fortnite-Lösungen heißt, dass die sagen, okay, pass auf, vielleicht in dem Namen kommt Fortnite vor und deswegen möchten wir das nicht haben. Das ist das, was ich mir höchstens noch erklären könnte und vorstellen könnte. Verrückterweise muss man wissen, ich habe auch mal, oder ich habe einen Creator-Code, der ja jetzt Bestime heißt, hier seht ihr das ja, und der hieß mal auch Fortnite-Lösung und diesen Namen Fortnite-Lösung hat mir Fortnite selber gegeben für den Creator-Code, weil wenn du dich anmeldest, bilden die einen Creator-Code automatisch aus deinem Spielnamen, deinem Account oder Kontonamen und das haben die halt gemacht und dann irgendwann nach einem Monat haben sie mir den dann auch gesperrt, weil da drinne steht Fortnite, das möchten die nicht so gerne. FN durfte übrigens auch nicht drinstehen, habe ich einen riesen Korrespondenz mit denen gehabt, hin und her geschrieben und so weiter und so fort. Irgendwann ist dann halt Bestime rausgekommen und ich kann mir halt vorstellen, dass sie jetzt ein Drama gemacht haben auf Instagram und mir deswegen meinen Account gesperrt haben. I don't know. Anders kann ich es mir ehrlicherweise nicht erklären, weil Fortnite-Lösung selbst als Accountname ist ja mein Kanal. Und ich bin ich. Insofern sollten sie es ja erstmal bei mir anfragen, wenn da was nicht stimmt. Keine Ahnung, was da los ist. Aber okay, nichtsdestotrotz, jetzt gibt es einen neuen Kanal und da gucke ich jetzt mal drauf und sage euch natürlich, wie er heißt. Keine große Überraschung, es heißt Bestime Gaming. Ich switche alles um auf Bestime. Es geht anscheinend nicht anders. Also kommt gerne mal vorbei, lasst ein Abo da. Würde mich wirklich freuen, von euch zu lesen und zu hören. Wirklich viel konnte ich auf dem Kanal noch nicht machen. Ich habe ihn gerade mal eingerichtet. Ihr seht, das Ding ist wirklich, wirklich frisch. Ich hoffe mal, sie sperren mir das Ding nicht wieder, ja, und ich hoffe mal, dass auch der YouTube-Kanal noch bleibt. Das ist ja wirklich, ja, keine Ahnung, ist wirklich ein Gedanke, der auch bei mir reift. Also Fortnite-Lösung fand ich als Namen immer interessant, weil du suchst nach den Lösungen für Fortnite. Anscheinend gibt es aber da ein Problem mit dem Namen, zumindest tun sie sich mal schwer. Also, bevor es mich vielleicht irgendwann bei YouTube und Twitch und so weiter und Twitter haben wir noch, da läuft das genauso, ja, vielleicht, bevor es mich da trifft, ändere ich das Ganze nochmal ab. Aber zurück zu Instagram. Hier, wie gesagt, schaut gerne mal vorbei und haut ein Abo rein. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Vielen Dank erstmal und bis später. Ciao, ciao.